Hallo Steiermark mit Eva Pöttler. Mahlzeit am Donnerstag. Heute ist der 7. Oktober und heute am Vormittag hatten wir bereits das ganz große Thema Krebsvorsorge, denn dieser Monat, der Oktober, ist der Brustkrebsmonat und dazu begrüße ich Sie herzlich in dieser Stunde hier bei mir von der Steirischen Krebshilfe, Birgit Jungwirth. Grüß Gott. Hallo. Und Christian Scherer, willkommen bei Radio Steiermark. Schönen Nachmittag. Es gibt einige Aktionen, die ablaufen werden. Sie tragen beide auch schon die rosa Schleife, den Pink Ribbon, das Symbol, dass man ja zur Vorsorgeuntersuchung gehen soll. Wie viele Frauen, aber auch Männer trifft denn die Diagnose Brustkrebs so in einem Jahr? Ja, wenn es um die Steiermark geht, sind es in etwa 827 Frauen, aber auch 9 Männer. Denn was die wenigsten wissen, auch Männer können Brustkrebs bekommen und der wird dann immer ganz besonders spät erkannt. Aber natürlich ist es ein Frauenthema. Es ist immerhin die häufigste Krebserkrankung der Frau. Und es gibt auch ein Jubiläum, nämlich 75 Jahre Krebshilfe in der Steiermark zu feiern. Viele Aktionen sind geplant. Frau Jungwirth, das wollen wir natürlich auch besprechen, ausführlich in dieser Stunde. Die Farbe Rosa spielt natürlich auch eine Rolle in der Steiermark. Ja, Rosa ist natürlich auch in der Steiermark ein großes Thema, gerade jetzt im Oktober. Es gibt ja seit 29 Jahren das Pink Ribbon Symbol als Symbol für Brustkrebsvorsorge und für Solidarität mit Brustkrebspatientinnen. Seit 19 Jahren gibt es dieses Symbol auch in Österreich und daher natürlich auch in der Steiermark. Das heißt, in dieser Stunde haben wir die rosa Schleife angesteckt. Wenn Sie auch Fragen haben, noch dazu wird es die Möglichkeit geben. Bleiben Sie dran. Viele wichtige Infos zum Mittag hier bei uns. Das ist jetzt John Waite mit Missing You. Mahlzeit mit Radio Steiermark. Meine Gäste in dieser Hallo-Stunde sind Christian Scherer und Birgit Jungwirth von der Steirischen Krebshilfe, weil eben der Oktober der Brustkrebsmonat ist. Jetzt haben wir vorher schon kurz das Ganze umrissen. Auch in der Steiermark gut sichtbar und zwar in der Landeshauptstadt in Graz. Frau Jungwirth, welches Wahrzeichen, wenn das Wahrzeichen schlechthin, erstrahlt in Rosa? Ja, Sie haben es schon vorweggenommen, der Uhrturm strahlt heuer wieder in Rosa, schon zum 3. Mal, das heißt sogar schon zum 4. Mal eigentlich der Uhrturm. Mhm. Es ist dieser rosa beleuchtete Uhrturm Teil eines internationalen, eines weltweiten Projekts Global Illumination. Und wir sind mit dem steirischen, mit dem Grazer Wahrzeichen hier wirklich auch in guter Gesellschaft, denn es ist beispielsweise das Empire State Building beleuchtet, das Sydney Opera House oder auch das Olympische Stadion in Athen und eben auch der Grazer Uhrturm mit genau diesem Ziel weithin sichtbar. Und das ist natürlich das Schöne am Uhrturm. Wir hatten in früheren Jahren viele Jahre schon das Rathaus beleuchtet. Das ist natürlich auch eine tolle Aktion gewesen und wir freuen uns auch sehr, dass uns die Stadt Graz da seit Jahren unterstützt. Aber der Uhrturm ist halt das Wahrzeichen auf der einen Seite und eben auch weithin sichtbar. Und das ist genau das, was wir natürlich mit unserem pinken Monat erreichen wollen, dass möglichst weithin sichtbar, möglichst viele Frauen an dieses Thema, an die Wichtigkeit der Brustkrebsfrüherkennungsuntersuchung erinnert werden. Wenn Sie sagen erreichen, das passiert immer auch ja ganz niederschwellig. Also sprich bei allen täglichen Dingen, die wir so tun, nämlich in den Grazer Einkaufszentren, das läuft schon und das läuft auch noch den ganzen Oktober. Welches Angebot gibt es denn dafür, die Steirerinnen und Steirer natürlich auch? Ja, Sie haben das gerade gesagt, es betrifft zwar primär Frauen, aber wir können, glaube ich, in der Motivation, in der Information, in der Aufklärung auch auf die Männer nicht verzichten. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass allen Männern die Gesundheit ihrer Partnerinnen ja auch am Herzen liegt. Das heißt, von dem her wenden wir uns damit natürlich vordergründig an Frauen, aber genauso auch an alle Männer mit der großen Bitte, daheim auch zu erinnern. Und das können wir auch in Kooperation seit einigen Jahren jetzt schon mit den Grazer Shoppingcentern tun, auch über diese Aktion freuen wir uns sehr, denn dort gibt es im Oktober bei den Partnershops in den Shops die Möglichkeit, diese kleinen rosa Schleifen zu erwerben für eine Spende ab 2 Euro. Und da muss man dazu sagen, Pink Ribbon ist ja einerseits ein Symbol, mit dem wir erinnern, mit dem wir aufklären wollen. Das ist aber gleichzeitig auch ein Symbol der Solidarität mit betroffenen Frauen und ein Instrument, mit dem wir für Hilfe sorgen können für betroffene Frauen über die Spenden, die wir über Pink Ribbon diese Aktionen einnehmen können. Und daher ist jede erworbene Schleife in den Grazer Shoppingcentern wirklich eine ganz konkrete Hilfe, die 1:1 an Brustkrebspatientinnen
weitergegeben wird oder die, mit denen wir damit helfen können. Ein sichtbares Zeichen natürlich auch und eine Spende, die weitergegeben wird. Jetzt habe ich ein bisschen geschaut im Internet. Es gibt ja jetzt nicht nur diese Textilschleife, sondern alles Mögliche schon mit der Rosa-Schleife. Herr Scherer, was sind denn das für Schleifen? Ich habe da welche auch mit Steinchen gesehen. Ja, das gibt es natürlich in allen Wertigkeitsstufen. Die Firma Swarovski hat sich schon vor Jahren dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und hat ein Crystal Pink geschaffen. Jetzt gibt es auch eins, das für metastasierten Brustkrebs steht. Da sind also die Abstufungen zwischen Pink und Magenta in drei Abstufungen drauf. Das Ganze hat in den letzten 20, 30 Jahren, muss man ja sagen, jetzt schon Dimensionen angenommen, die wir selbst für gar nicht möglich gehalten haben. Und das ist nicht auf Betreiben der österreichischen Krebshilfe passiert, sondern auf Betreiben all jener, die mit dieser Krankheit leben. Es werden immer mehr, Gott sei Dank. Es werden immer mehr. Es gibt da so ein sperriges Wort der Prävalenz. Das ist jene Anzahl von Menschen, in dem Fall von Frauen, die mit dieser Erkrankung jetzt leben. Und es sind so viele Zehntausende in Österreich. Allein unsere drei geschlossenen Facebook-Gruppen haben 4.000 Frauen. Und es gibt Hilfe von der österreichischen Krebshilfe, selbstverständlich auch in der Steiermark. Und diese Hilfe ist kostenlos. Und es gibt ein ganz besonderes Projekt, das heißt Mama hat Krebs. Das ist sehr oft Brustkrebs, wo es darum geht, dass Familien, wo die Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, ein minderjähriges Kind hat. Das kann ein 4-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriger Bursch sein. Und da ist in jedem Fall Feuer am Dach. Und da können wir mit unseren qualifizierten Psychologinnen und Psychologen helfen. Ein Ansatzpunkt ist auch das Kino. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Radio Steiermark trägt in dieser Stunde die rosa Schleife, den Pink Ribbon. Warum? Der Oktober ist der Brustkrebsmonat. Meine Gäste weiterhin. Hier zu Mittag im Studio sind Birgit Jungwirth und Christian Scherer von der Steirischen Krebshilfe. Jetzt haben wir Ihnen schon Gusto gemacht, dass man aufgerufen ist, natürlich auch zu spenden nach den eigenen Möglichkeiten und vielleicht auch mit der Schleife das nach außen zu tragen. Und eine Möglichkeit besteht auch noch im Oktober, indem man ins Kino geht, Frau Jungwirth. Ja, das ist auch eine Aktion, die uns sehr, sehr freut, dass sie heuer wieder stattfinden kann. Denn Corona-bedingt mussten wir das Vorjahr diesbezüglich leider auslassen. Genau. Und am 23. Oktober, am Samstag, am Vormittag, wird es im Kids Royal heuer, im Kino. Ja, heuer hoffentlich wieder eine Kino-Charity geben. Also wir sind optimistisch und motiviert. Wir machen diese Kino-Charity seit mehreren Jahren nun schon gemeinsam mit den steirischen Damen-Service-Clubs. Und was uns wirklich sehr, sehr freut, ist, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, über diese Aktion schon rund 2.500 Frauen und auch Männer, aber vor allem Frauen in den Kinos zu erreichen mit der Botschaft der Rosa Schleife und mit der Hoffnung, dass jede dieser Frauen diese Botschaft natürlich auch weiterträgt, haben wir natürlich die Chance auf einen ganz tollen Multiplikationsfaktor, denn jede dieser Frauen ist hoffentlich auch unsere Botschafterin für die Botschaft der Rosa Schleife. Das heißt also, die Kinokarte kostet ein bisschen mehr und das bekommen dann sozusagen Sie in der Steirischen Krebshilfe, um damit arbeiten zu können. Ganz genau. Diese Kinokarte ist mit einer Spende verbunden und wenn jemand Lust hat, am Samstag am Vormittag, am 23. Oktober ins Kino zu kommen. Es wird einen netten Frauenfilm geben. Einfach bei uns bei der Krebshilfe anrufen. Die Telefonnummer gibt es auf der Homepage www.krebshilfe.at. Das ist die Seite der Steirischen Krebshilfe. Und einfach im Büro eine Karte reservieren. Wir schicken die gerne zu. Es gibt auch viele Informationsmaterialien. Jetzt haben wir schon das Internet genannt, Herr Scherer. Wenn man so Broschüren möchte, also vielleicht haben viele auch einen Informationsrückstand jetzt durch Corona, weil viele eben nicht bei der Untersuchung waren. Viele wissen jetzt nicht, kann ich unter 40 das schon machen? Also welche Broschüren gibt es da und wie komme ich direkt zu den Infos von Ihnen? Ja, die Broschüre wurde oft tot gesagt, sie ist aber nicht tot. Und zwar deshalb, weil wir sie mindestens einmal jährlich neu auflegen zum Thema Brustkrebs, aber auch Brustkrebsvorsorge. Diese Broschüren gehen wirklich ins Detail. Die gehen sehr viel weiter, als wir in dieser Sendung überhaupt gehen könnten und beantworten weitgehend alle Fragen, die nur denkbar sind. Und wenn es dann darum geht, das ganze Wissen anzupassen an die individuelle Situation, dann kommt man einfach zu uns oder wir kommen zu den Personen steiermarkweit und holt sich eine Beratung zum Beispiel von einer klinischen und Gesundheitspsychologin über unser mobiles Team in jedem Bezirk der Steiermark. Und unter krebshilfe.at im Servicebereich finden Sie alle Broschüren sofort zum Downloaden für die Ungeduldigen und wir schicken das aber natürlich auch per Post gerne gratis zu. Das heißt, das ist der direkte Draht zu Ihnen. 75 Jahre gibt es die Steirische Krebshilfe. Darüber und über andere wichtige Themen wollen wir dann auch nach 13.30 Uhr weitersprechen. Hallo Steiermark mit Eva Pöttler. Meine Gäste weiterhin im Studio sind Birgit Jungwirth und Christian Scherer von der Steirischen Krebshilfe. Noch einmal danke fürs Kommen und eine schöne Mittagszeit.
Schönen Nachmittag. Hallo, auch von meiner Seite. 75 Jahre Steirische Krebshilfe wollen wir uns gleich anschauen. Sie haben kurz auch schon gesagt, die Prognosen sind eigentlich sehr gut bei Brustkrebs, gut damit leben zu können. Und Sie haben auch ein paar Zitate mitgeschickt. Denn ich schulde meinen Träumen noch Leben zum Beispiel. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Oder wir sind viele, du bist nicht alleine. Wie wichtig, Frau Jungwirth, sind denn solche positiven Stimmen auch? Ich glaube, positive Stimmen sind immer für jeden wichtig und in einer belastenden Lebensphase, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und das ist das, was wir einerseits mit Pink Ribbon natürlich auch verbreiten wollen. Diese Botschaft, hier gibt's Hilfe, hier gibt's Unterstützung. Du bist nicht allein, wie das Zitat eben gerade gesagt hat. Und das ist das, was wir als Steirische Krebshilfe natürlich auch in unserer täglichen Arbeit vermitteln wollen. Du bist nicht allein. Es gibt hier ein kostenloses Hilfsangebot, das jeder und jede jederzeit in Anspruch nehmen kann. Und was ich bei der Gelegenheit vielleicht auch ganz dringend erwähnen möchte, es ist ein Angebot, das wir nicht nur für betroffene Personen selbst haben, sondern auch für deren Angehörige. Denn wie man sich vorstellen kann, ist eine Krebsdiagnose ja etwas, die nicht nur den Betroffenen selbst betrifft, sondern auch die Familie. Wie gehe ich damit um? Wie helfe ich? Wie kann ich unterstützen? Und bei diesen Fragen können wir natürlich auch helfen, wenn hier Hilfe gewünscht wird. Die kann jeder in Anspruch nehmen. Sollten Sie da Fragen haben oder gerne auch etwas schildern möchten, gerne auch anonym natürlich, unter 0316 46 90 können Sie uns anrufen, live in der Sendung mitreden, 0316 46 90. Ein wichtiges Thema servieren wir dann heute am Mittagstisch hier bei uns auf Radio Steiermark, nämlich im Monat Oktober geht es immer um den Brustkrebs, Pink Ribbon. Also die rosa Schleife ist ja das große Symbol. Die Steirische Krebshilfe ist heute bei uns zu Gast in der Person von Christian Scherer und Birgit Jungwirth, die uns schon einiges erzählt haben, was passiert in der Steiermark in diesem Oktober. Aber wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, 75 Jahre gibt es sie schon, die Steirische Krebshilfe. Und das ist eigentlich sehr gut, wenn man sich die anderen Bundesländer anschaut, denn wir Steirer waren da ganz vorne dabei, Herr Scherer. Ja, gegründet worden ist die österreichische Krebshilfe noch unter Kaiser Franz Josef 1910. Und in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, also 1946, wurde die steirische Landesgruppe eben aus der Taufe gehoben von denen, die das vor uns als Ziel getragen haben, nämlich der Bevölkerung zu helfen. Und wir haben in dieser Zeit ganz, ganz unterschiedliche Dinge getan. Wir haben in den 1950er Jahren für viele Landesspitäler zum Beispiel die ersten Endoskopa gekauft. Das waren also Geräte, mit denen man Spiegelungen, also im Inneren des Körpers, Diagnostik betreiben kann. Es waren zum Teil noch starre Rohre, möchte sich keiner mehr vorstellen, aber es immerhin war damals innovativ. War damals hochinnovativ und auch sehr, sehr teuer. Wir haben später Forschungsprojekte zum Ziel gehabt, auch immer wieder die Aufklärung der Bevölkerung. Und seit 1997 ist unser wichtigstes Ziel die direkte Betreuung von krebserkrankten Menschen und ihren Familien möglichst wohnortnahe direkt durch qualifiziertes Personal. Jetzt haben wir uns auch die Zahlen herausgesucht, die haben wir von Ihnen bekommen. Täglich erhalten durchschnittlich 16 Steirerinnen und Steirer die Diagnose Krebs. Es wird viel darüber geredet, aber wenn es wahrscheinlich einen selber betrifft oder jemanden in der Familie, ist das wahrscheinlich am Anfang ein Schock. Da kann man sich auch Hilfsangebote holen bei Ihnen. Das ist für jeden einfach das erste Mal. Und man glaubt dann immer, in der Familie kann man am besten helfen. Meistens ist das Gegenteil der Fall. Die Probleme, die sich im Zuge einer Krebserkrankung ergeben, sind oft wirklich nur durch außenstehende Personen, die eine entsprechende Ausbildung haben und Persönlichkeitsmerkmale, die passen, wirklich zu lösen. Und das ist etwas, ich sage immer wieder, holen Sie sich diese Hilfe lieber früher als später, denn die Probleme werden mehr und nicht weniger, wenn sie warten. Es gibt Menschen, die das für sich ganz alleine hervorragend bewältigen, aber die meisten Menschen sind gut beraten, sich wirklich qualifizierte Hilfe an die Seite zu holen. Und die gibt es bei uns eben traditionell gratis, weil wir unsere Arbeit aus Spenden finanzieren. Welche Krebsarten sind denn da auf dem Vormarsch? Also bei den Frauen haben wir gehört, der Brustkrebs auf Platz 1. Ich kann mich erinnern, der Lungenkrebs ist auch bei den Frauen immer weiter nach vorne gerückt. Also das ist ganz richtig. Also während er bei den Männern eigentlich seit vielen Jahren rückläufig ist, auch auf Platz 2 nach dem Prostatakarzinom, das bei den Männern die häufigste Krebserkrankung ist, ist er bei den Frauen eher sozusagen tendenziell auf dem Vormarsch. Und der Dickdarm- und Enddarmkrebs ist bei beiden Geschlechtern die Nummer 3. Also die drei zusammengefasst machen schon einen Großteil aller bösartigen Erkrankungen bei Männern und Frauen aus. Und bei diesen dreien kann man ja ganz, ganz toll was machen. Ich kann bei der Prostata ab 45 schon
mal einmal im Jahr zum Urologen gehen. Ich kann den Darm spiegeln, ich kann die Brust röntgen mit der Mammographie und ich kann natürlich der Lunge wirklich Freiraum geben, indem ich auf das Rauchen verzichte. Jetzt haben wir ja diese berühmte Corona-Zeit. Viele haben vielleicht wichtige Untersuchungen nicht gemacht aus Angst, sich da vielleicht irgendwo anzustecken mit dem Covid-19-Virus. Frau Jungwirth, kann man sagen, wie viele da vielleicht jetzt Aufholbedarf haben? Sie machen ja auch aufmerksam darauf, dass man das Angebot in Anspruch nehmen soll. Absolut. Auch in Pandemiezeiten sind Vorsorgeuntersuchungen ganz, ganz wichtig. Wir hatten ganz, ganz massive Einbrüche bei den Vorsorgeuntersuchungen. Spitzen von bis zu -80%. Das ist jetzt Gott sei Dank kein gesamter Wert geblieben. Es hat sich wieder ein bisschen gebessert. Aber Fakt ist, jede Untersuchung, die nicht passiert, jede Früherkennungsuntersuchung, die nicht passiert, birgt natürlich das Risiko in sich, dass man eine Krebsdiagnose spät oder vielleicht sogar zu spät bekommt. Denn wir werden deswegen nicht weniger Diagnosen bekommen, wir werden nur die eine oder andere eben später bekommen. Und das ist natürlich ganz besonders dramatisch, wenn man weiß, dass man das eine oder andere vielleicht verhindern hätte können, wenn man rechtzeitig zur Mammographieuntersuchung gegangen wäre. Jetzt gibt's da ja dieses Alterslimit bei der Mammographieuntersuchung. Wir hatten heute am Vormittag auch schon Ärztinnen zu Gast. Wo kann man sich da Informationen holen? Also ist der Gynäkologe da der erste Ansprechpartner? Ja, natürlich, selbstverständlich die Gynäkologin oder der Gynäkologe. Das ist ein System, das Früherkennungssystem für Brustkrebs, das von der österreichischen Sozialversicherung, von der Ärztekammer, Bund und Ländern getragen wird und im Internet unter www.früh mit UE geschrieben, -erkennen.at. Da finden Sie alle Informationen, denn alle Frauen, die also von 45 bis 69 Jahre alt sind, die werden automatisch in diesem System eingeladen. Frauen von 40 bis 44 können sich selbst einladen und ab 70 auch wieder selbst einladen. Wir werden immer wieder gefragt, warum eigentlich nicht Frauen unter 40? Das hat einfach den Grund, dass das Brustgewebe meistens bei Frauen, die jünger sind, noch so dicht ist und auch noch so strahlenempfindlich, dass eine entsprechende Untersuchung durch eine Mammographie nicht so aussagekräftig wäre. Danke mal für diese Informationen und einmal wollen wir noch ausführlich sprechen. Wir wollen noch eine schnelle Schlussrunde machen, weil es um ein wichtiges Thema geht. Der Oktober ist der Brustkrebsmonat von der Steirischen Krebshilfe. Sind bei uns Birgit Jungwirth und Christian Scherer. Wir haben auch aufgerufen, dass Sie bei uns anrufen. Hat ein Herr jetzt auch sehr eindrücklich geschildert, also die Geschichte seiner Lebensgefährtin, die an Brustkrebs verstorben ist, ist schon einige Zeit her. Natürlich auch die Frage jetzt an Sie vielleicht, Herr Scherer, da hat sich schon viel getan. Also wie ist der Stand bei den Therapien jetzt im Oktober 2021? Sie haben da den Überblick. Gerade die ältere Generation hat natürlich, was Krebstherapien betrifft, noch Dinge im Kopf, die heute absolut nicht mehr stattfinden. Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben ganz andere Methoden. Erstens wissen wir, dass Brustkrebs nicht Brustkrebs ist. Es gibt Dutzende, wenn nicht noch mehr verschiedene Arten von Brustkrebs und die Typisierung geht immer weiter in die Breite. Und die Therapien gehen zum Teil weit über eine Chemotherapie hinaus, die ihre Berechtigung sehr wohl noch hat. Aber wir haben genauso die Antihormontherapien, wir haben die zielgerichteten Therapien, die Immuntherapien. Das sind so maßgeschneiderte Therapien dann für diesen Mann oder diese Frau. Genau, also das Modernste, die Immuntherapie, versucht jetzt wirklich Eiweißkörper an die Krebszelle zu bringen, und zwar nur an die Krebszelle und die Krebszelle dort zu zerstören. Und das bedeutet natürlich, dass ich praktisch kaum Nebenwirkungen habe, jedenfalls im Normalfall nach Plan. Und das sind Therapien, die nicht nur sehr wirksam und sehr teuer sind, sondern die auch jetzt wirklich in die Breite gehen. Das heißt, sie sind verfügbar für die meisten Frauen, die diese Erkrankungen haben. Jetzt informieren Sie, sind aber auf Spenden angewiesen. Wir haben kurz schon gesprochen, dass das jetzt nicht so leicht war in dieser Zeit. Ein paar Dinge sind jetzt wieder möglich unter den 3G-Regeln, versteht sich sehr auch dazu gesagt. Frau Jungwirth, das heißt also, wie wichtig sind Spenden für die Steirische Krebshilfe, dass Sie helfen können? Ja, das lässt sich auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Wir können das als Hilfe weiterschenken, was wir vorher an Spenden geschenkt bekommen haben. Das heißt, wir sammeln Spenden und wir wandeln sie in Hilfe für Betroffene um, die bei uns ja immer kostenlos ist. Und daher sind wir ganz elementar angewiesen auf jeden einzelnen Spenden-Euro. Jeder einzelne Euro hilft. Wir freuen uns über Firmenkooperationen genauso wie über jeden einzelnen Euro, den der Steirer oder die Steirerin erübrigen kann und sagt, da spende ich jetzt für die gute Sache. Wie gesagt, wir können garantieren, dass wir diesen Spenden-Euro
verantwortungsvoll als Hilfe weiterreichen. Welche Wege hat man da zu spenden? Ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass mein Sohn aus der Volksschule da was mitgebracht hat und gesagt hat, du Mama, da im Haus, da soll man sammeln. Haben wir dann trotz Corona eigentlich ganz gut hinbekommen. Also sind das so Dinge, die immer noch passieren, aber auch modern kann man spenden übers Internet. Also welche Möglichkeiten habe ich? Ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich die Schulsammlung, die größte Aktion dieser Art in Österreich ist. Heuer und im vorigen Jahr war das schwierig, Corona-bedingt. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder möglich sein wird. Da unterstützen uns über 250 Schulen in der Steiermark und ganz, 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 ganz viele Schülerinnen und Schüler. Aber es gibt natürlich die ganz klassische Erlagscheinspende, genauso wie die Möglichkeit, online zu spenden. All das findet sich informationsmäßig natürlich auch auf unserer Homepage unter krebshilfe.at. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Kooperationen mit Firmen, bei Veranstaltungen. Das heißt, was immer wir tun, man kann mitmachen und wir freuen uns über Unterstützung, sei es als tatkräftige Hilfe, sei es als wirklich konkrete Spende. Und das schenken wir dann als Hilfe an Betroffene weiter. Ja, danke Frau Jungwirth fürs Kommen. Herr Scherer, vielleicht an Sie noch die positive Botschaft am Ende. Ich glaube, das ist Ihnen ja auch sehr wichtig, ne? Ja, es ist nicht nur Pfeifen im Dunkeln, damit man halt irgendwas sagt, sondern es ist noch nie so gut gelungen, Brustkrebs zu therapieren wie heute. Und es geht weiter aufwärts. Das heißt, wir können wirklich 80-85% der Frauen heilen oder zumindest in eine so stabile Situation, man nennt es Remission, bringen, dass sie Jahre und Jahrzehnte mit dieser Erkrankung leben können und bei zum Teil eigentlich uneingeschränkter Lebensqualität. Danke Ihnen fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön.